Was macht Putz mit Schmied? Der Angriff kommt am Ende von Start und Ziel. Steckt nochmal zurück. Nein, macht er doch nicht. Vielleicht ein bisschen langsamer. Ja, wunderbar. Funktioniert. Herbert Putz ganz leicht angelehnt an den Werkskollegen. Hat gesagt, so mein Freund, ich war auch in Botley. Also, wir diskutieren es bis auf den letzten Zentimeter aus. Hat funktioniert. Herbert Putz vorbei. P27 vorbei an Rainer Schmidt. Ach, die wollte ich haben. So, Achtung, Feuer frei, Freunde, 90 Minuten, der SMU sind am Start. Wir gucken uns das Thema an im Bereich der Orange. Das erste Mal im Renntempo bzw. im Vollgas-Movement durch. Das sieht gut aus. Ja, nebeneinander ist vollkommen in Ordnung, mit ein bisschen Flatterhaut so ungefähr. Sehr schön. Geil! Vielen, vielen Dank dafür für diese Präsentation. Das war ohne Probleme, hat es funktioniert. Da vorne, Mann. Das doppelte Linksformat hier in Laguna Seca bergauf. Du brauchst so viel Schwung, eigentlich das Maximum, was du irgendwie nur kriegen kannst. Sehr gut, der Audi da schön Platz gemacht. Was ist denn das? Doppelsynchronverbremser oder was? Eieieiei. Der eine macht's vor, der andere macht gleich mit. Sagt er, komm, ich will dir Gesellschaft leisten, wir machen das Thema zusammen, Kacke. Ich finde es absolut genial, dass Boris Schalk, Severin Bruderer und Remo Grossenbacher da vorne, die Führenden, die das Thema da vorne weghorsten. Entschuldigung, weil ich gerade Racer Horse gelesen habe. Ich glaub's nicht. Digga, vielen Dank für den Follow. Herzlich willkommen, wunderschönen guten Abend. Willkommen bei Bloody Rain auf dem Kanal. Weil sie da vorne weghorsten, nee, ist klar. Aha, das wird wieder geklippt, jede Wette. Nein, weil sie da vorne wegschmettern, wollte ich sagen. Schnappi, wunderschönen guten Abend. Grüße. Jetzt aber der Angriff. Stöckmann innenseitig. Doppelrechtsformat nach Start und Ziel. Sauber. Elliot holt den Sieg. Elliot hat es geschafft. Glückwunsch zum Sieg. Hier Auftaktrennen der SMU GT3 Challenge. Marvin Elliot auf der 1. Pascal Essmann auf der 2. Und hier Paul Schalm auf Position 3. Glückwunsch. Also die drei Kollegen hören wir gleich noch kurz. Wie die da auffächern. Vorne Bruderer ist der Audi, in der Mitte jetzt. Zanger ist der Ferrari in Grün. Millimeterarbeit im Grenzbereich. So, Herbert Putz kommt wieder rein. Nach Clearing der DC. Jetzt also zum ersten. Da waren sie beide viel zu spät auf der Bremse und der Roger hat es zum Glück im Außenspiegel gesehen, dass auch der Bentley hier sehr weit gehen muss. Beide sehr, sehr weit rausgefahren. Aber toi, 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 die Kollision konnte verhindert werden. Ein Glück. Ah, das ist der Fehler von Lautenbach. Kommt Benjamin Bock vorbei? Nein, gut gekontert von... Ach, Herr Bock, was war das? Im Apex den Koffer quer haben und stellen. Das funktioniert nicht. Habt ihr gesehen. Also Position konnte verteidigt werden. Erfolgreich von Christian Lautenbach. Im Apex. Riders in Pink. Ja, das ist ganz ungewöhnlich. Ne? Riders in Pink. Aber ohne Tütü. Was war denn gerade? War das ein Partywedler oder was bei Louis Stöckmann? Hier im Bild. Malle in der Birne. Ich dachte, Mann ist auf Malle. Nee, bei mir ist Malle in der Birne. Mac Black. Aber das ist ähnlich. Also, boah. Also, 3,2er Tür auf dem Kessel. 31. Roger Pichet. Und kommt hier quer um die Ecke rum. Nee. Oh, Gott sei Dank. Ich werde zu alt, Freunde. Ich werde. Oh, jetzt muss er die Tür auflassen. Da ist der Porsche drin. Oh. Habt ihr gesehen? Ganz. Sanders und Walter. Pieper auf der 13 hinter Nico Scholz. Auch hier wird massiv gefightet. Oh nein, das ist der Abflug. Das ist der Abflug für den Werkskollegen, für Nico Scholz im Ferrari. Und da geht ein nächster Werkskollege. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Warum war jetzt der Benny so hin und her am Wedeln und unruhig? Spar dir das Momentum. Das geht alles auf die Reifen, mein Freund. Auf der Bremse ging es vorbei. Mirko Hake hat P16 inne. Power Oversteer. Voll den Slide hat uns der Fatih da hingezimmert. Aber natürlich der lachende Dritte. In dem Moment der Ralf Stingel, der Teamkollege von Fatih, fährt vorbei und sagt:
Auf, komm, los, komm. Häng dich dran, ich zieh dich wieder nach vorne. Aber auch ein Lukas Rode kam vorbei mit Power Driften. Denn Fatih Dimirici, somit jetzt Lukas Rode auf der 10. Dimirici auf der Position 11. Das ist so, die Essens hier, die sind so tri. Hat der den Benny da überrumpelt? Richtig gut gemacht hier. Also ich persönlich hätte mich stingeln. Wunderschönen guten Abend, Gundula. Danke für den Follow. Wunderschönen guten Abend. Junge, du hast eine geile Stimme. Dankeschön. Ah nee, Quatsch, du meinst die andere Stimme. Jawohl. Genau, kriegen wir hin. Schön, dass du da bist. Und bitte werdet euch vor dem Schumacher S einig. Vor dem Schumacher S einig werden. Nicht super. Alter. Freunde, genauso funktioniert. Too wide durch Schumacher S. Geht. Ja, original das Thema Windschatten, fehlende Topspeed bei Porsche. Ah nein, Herr Walter. Bit registriert. Ah. Boah. Ganz, ganz harte Bandagen, aber trotzdem, that's racing, Freunde. Das ist okay. Sanders und Van Schmidt. Boah. Großartig. Mokasov, willkommen zurück. Alles gut. Dritten Bandit selbst. Das stelle ich mir auch schwierig vor. Volkmeier. Sag mir nicht, der hat keinen Sprit mehr, Alter. Bitte sag mir nicht, der hat keinen Sprit mehr. Der hat keinen Sprit mehr, der hat keinen Sprit mehr. Ich glaub's nicht. Da geht Lautenbach. Nee, warte mal. Oh ja, ja. Er probiert's. Aha. Sehr geil. Sehr geil. Also vorhin, ihr habt's gesehen. Gimbo. Oh, live Disconnect bei Bernhard Janssen. Up to the sky. Beam me up, Scotty. Ich hab die Zeit. Scheiße. Ach, Bernhard Janssen. 2,84 und aus dem Windschatten raus. White. Die Ecke lässt du voll stehen normalerweise. Nein! Oh. Cobra Momentum für Fatih Dimirci. Habt's gesehen, ganz leicht auf die Grasnarbe gekommen und mal dezent erschrocken und Fuß vom Gas. Leben am Limit, Freunde. Leben am Limit hier. Die Laura Zies da vorne im grünen M4-Heckbereich. Die sich und das ist jetzt der Abflug. Oh, also wirklich in der absoluten Nahaufnahme. Evesheim mit dem Eindreher für diese Trippe rechts, links. Die Grasnarbe berührt. Die Rasengittersteine zu wenig Gripfläche geboten. Dreht sich ein und macht uns den Spinala mit leichtem Einschlag. Ich glaube, der hat. Oh, Ralf Stingel verliert die Position gegen Dominik Pieper und jetzt wieder Retour geholt. Für T1. Groß außenrum, aus fröhlich. Ja, auch das kann man jetzt total falsch verstehen, Xanster. Ich habe gar keine Büsche. Laura macht da auch. Nein, 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 ich mach doch sowas nicht. Warum fährst du denn so weit auf die Wiesen, Bub? Entschuldigung, Laura, nicht Bub. Die Wiesen, da muss man das Maus heben. Aber nicht über die Wiesen fahren. Mit der Lederhosen. Scheiße. Strafe wird absolviert. Peugeot ist dran an Heiko Sanders. Oh, Struggler von Heiko Sanders. Habt ihr gesehen im Vordergrund? Der Werkskonkurrent. Ja, Regenlicht ist an. Alles klar, gibt 50 PS mehr. Über die Bremse jetzt für T1. Ja, warum auch nicht? Toll mitgespielt von Heiko Sanders. Christopher Schmidt und bei Ralf Stingel. Pierre Meyer und Niklas Kloß. Los. Niklas Kloß bleiben weiterhin laut. Niklas Kloß bitte. 17. Position für ihn. Bommel schon fertig. Ja, ihr wisst, was ich meine. Also Niklas, Dominik, Max Heberer vor Pieper, hinter, bei. Jetzt habe ich gedacht, der fällt in deinen Zeck rein gerade. Beide hinter Benny Rex. Also der Dreikampf weiter um P9. Christopher Schmidt. Das war klar.
Da ging. Boah. Ganz, ganz großartiges Racing. Ja, so wie Track Mike schreibt. Wir drücken dir die Daumen. Oh. Kurz mal die Lenkung aufgemacht hat der Benny Rex da. Hätte sich sonst fast verbremst. Hinter James Doku, Chris. So, jo, Snacks, mach's gut. Schön, dass du da warst. Hau rein und komm gut zu liegen. Dankeschön. Oh, Stöckmann und Pieper, ein bisschen Techtelmechtel. Bernhard Jansen, gell? Oh, Alter, Jansen! Was, da ist doch keine Box der Ausfahrtslinie gewesen. Nee, das ist Einbildung. Da ist nichts. Das ist nein. Das sind die B- und Entlüftungsschläuche, damit das Auto auf den Boden gezogen werden kann. Spaß beiseite. Das ist der Renn, das ist der Tank. Das ist der Rennsprit. Also nicht der Rennsprit, sondern der Renntank. Ne? Muss FIA-gerecht verbaut sein. Und da gibt es eine Befüllleitung, den Stutzen kennt ihr ganz normal. Und natürlich auch eine Entlüftungsleitung als solches. So, André Mittelberg. Auf der Jagd nach P7, nach der Position vor ihm von Herbert Putz. Oh, der ist deutlich schneller. Um 3 Sekunden. Okay, das war jetzt nicht so schön. Hat Mirko Hake muss den Koffer erst wieder drehen. Und das ist die Sektion raus auf die lange, lange Gegengerade. Das kostet Zeit noch und nöcher. Auf P27 jetzt zurückgefallen. Ja. Ja. Ja, was ist jetzt mit Pilonski? Ist jetzt weg die Pilonski? Keine Ahnung, habe ich nicht mehr gesehen. Mann, oh Mann, die hat schon mal lange gehalten gerade, oder? If das passt, Benny Rex, Upperzeller, das ist noch nicht durch. Das ist noch nicht durch. Ja, noch mal ein bisschen angelehnt. Vollkommen legitim, vollkommen legitim. Side by side, die Nase ist vorne beim Porsche. Upperzeller, Upperzeller holt die 9. Upperzeller holt die 9, Benny Rex holt die 10. Jan, nein, ja. Jawohl, jetzt nicht zu weit raus. Oh, großartig. Großartig. Hat der den da außen stehen lassen? Heiligsblechle. Florian ab. Oh, Alter, Nico. Oh, der hat die Bremse gelöst. Der hat die Lenkung nochmal aufgemacht. Ansonsten wäre er hier abgeflogen in der Busstop. Stöckmann, gelbe Flagge. Stöckmann. Scheiße, steht der Kacke. Louis Stöck. Oh, da geht er voll über die Wien. Nein, der ist nicht eingeschlagen. Der ist nicht eingeschlagen. Nicht so, Herr Senkball. Das hat Zeit gekostet. Ihr seht, wie Ralf Stingel da rangeschossen kam im Honda NSX. Aber auch da ist die Gefahr nicht gebannt. Benny Rex mit dem Bremsfehler. Ein Glück, Ralf Stingel hat in den Außenspiegel geblickt, hat den AMG heranschießen sehen, öffnet die Tür, öffnet die Lenkung und kann die Kollision somit verhindern. Das ist der Benny Rex jetzt auf P6. Der profitierte natürlich von dem Move. Easy. Achtung, da ist voll über die Wiese. Leute, was macht ihr denn? Verdammte Axt. André Mittelberg, Benny Rex. Hat's da volle Lotte. Ja gut, das ist ja jetzt machst du Karambolage, ne? Weißt du Bescheid? Ey, alter Schwede. Was ein finaler Rennstart. Die SRU hat ihren Saisonauftakt wieder. Im 8. Format, Freunde. 8. Saison. Ich glaube, wir sind seit Saison 3 mit am Stissel oder so. Übel. Darfst du keinem erzählen, ey, weil glaubt dir keiner. Oh Mann, da ist er doch. Pixelknöpfe! Jawohl, Revolt, der McLaren-Pilot. Phil René Oppermann ist dabei, besser bekannt als Pixelknabe. Ihr kennt ihn. Ja, mega. Ich will. Boah, ey, Alter. Was war denn das? Herr Polina. Ausdruck hat er stehen lassen im Mirko Hake. Eieieiei. Großartiger Move. Verteidigt großartig gegen André Mittelberg. Das ist Simracing. Das ist nicht stupide. Das ist nicht bieder. Das ist nicht Fahrt. Wisst ihr, wie ich meine? Da kann man auch ein bisschen, ne? Angefangen von Emotionen in die Stimme reinlegen bis hin zu. Ja, wisst ihr, wie ich meine? Das ist ganz normal. Ja, gibt's halt bei mir hier. Und vielleicht auch nur bei mir.
Jetzt führt hier eins auf der Bremse mit dem Konterversuch gegen den McLaren. Da muss Robin Volland die Tür auflassen. Der Porsche ist innen besser platziert. Florian Apazeller muss jetzt aber mit dem Konter von Volland rechnen. Auch dies zulassen. Jetzt aber mit dem Linkskurven besseren Movement. Alter, ist der um die Ecke gegangen. Richtig gut. Apazeller setzt sich durch. Der Florian ist vor dem Robin Volland unterwegs auf der 14. Position. Oh. Ja, jetzt muss er die weite Linie gehen. Er muss die weite Linie gehen, der Nico Meyer. Andreotti, großartig gefahren. Großartig. Und ich habe keine einzige Ausrufezeichen-Situation über Contact-Mitteilung bekommen. Sehr, sehr geil. Grandioser Start vom gesamten Feld. Chapeau in die Hände geklatscht und bitte nicht dabei gesungen. Geht's hier? Oh! Ganz leicht touchiert. Ey, das war human. Das war nicht mal am Nacken weg. Boah, ganz enge Kiste. Pierre Meyer gegen Benjamin Witte und oder umgekehrt. Witte ist im grünen, blauen Ferrari auf der Innenseite für Reptile. Und es gesellt sich Dominik Pieper dazu. Die machen den Three-Wide für die nächste Rechtsberg ab. Nee, machen sie nicht. Pieper zieht zurück. Hacke. Okay. Mirko Bertolotti. Ich glaube. Glückwunsch an Michael Behrendt zum Sieg in Suzuka. Benny Witte, Glückwunsch P2. André Menzler, GG zu P3. Somit haben wir das Podium komplett. Wir Schulz normalerweise vorbei an Hugo Fetzer. Ah, keine Chance, den hältst du nicht. Den hältst du nicht. Der. Nee. Der Herr Schalm ist der AMG, Ingo. Pace bei Tobi Error 48,6 zu Magnus Menke. Denken sich da nichts im Z. Ach Gott. Tobi! Geile Nummer, geile Nummer. Unglaublich straightes Manöver von Andreotti. Das sah jetzt aber spielerisch aus. Alter Schwede. Benny Benson gegen Benny Rex. Die beiden Bennys unter sich. Um nicht zu verwechseln, Benny ist allein zu Hause. Scheiß, die Wander zieht er durch, macht er komplett. Jawohl, Benny Benson geht vorbei an Benny Rex.